Für viele ist Kitesurfen nach wie vor ein Extremsport, welcher in erster Linie nur von Sport- und Adrenalinbegeisterten ausgeübt wird. Zu Beginn von Kitesurfen wird das wohl auch der Fall gewesen sein. Heute jedoch ist Kitesurfen bereits weit verbreitet, sowohl bei Männern als auch bei Frauen jeder Altersgruppe. In der Tat ist es mittlerweile bereits schwer geworden, einen typischen Kitesurfer zu identifizieren. Was ist das Besondere am Kiten, was all die Menschen anzieht? Für einige ist es das unbeschreibliche Freiheitsgefühl. Anderen gefällt die Tatsache, dass Kiten nicht wirklich wettkampfsmäßig betrieben wird. Kitesurfer sind in der Regel sehr gesellige Typen und untereinander sehr hilfsbereit. In erster Linie aber ist Kitesurfen ein Sport, welcher dir erlaubt, schnell Fortschritte zu machen, jedes Mal, wenn du dich aufs Wasser begibst. Du wirst wahrscheinlich schon selbst festgestellt haben, dass Kitesurfen einer der aufregendsten und süchtig machendsten Sportarten ist. Für die meisten von uns war der Kitesurfunterricht nur am Anfang wirklich sinnvoll und notwendig. Nachher hat man sich gegenseitig geholfen, was zur Folge hat, dass man sehr schnell Fortschritte macht und nicht lange Anfänger bleibt. Diese DVD wurde speziell für Kitesurfer designt, die sich bereits mit Forward Loops, Backward Loops und Transitions auseinandersetzen. Wie ihr auf unserer Website sehen könnt, liegt uns euer Feedback sehr am Herzen. Eure Feedbacks haben uns sehr bei der Erstellung dieser DVD geholfen. Unsere DVD soll euch bei euren alltäglichen Kitesurf-Herausforderungen eine Hilfestellung sein. Für jedes in der DVD gezeigte Manöver gehen wir mit dir durch eine Reihe von verschiedenen Beschreibungen. Die erste Beschreibung erklärt, wie du am einfachsten die Drehung hinbekommst, kurz und bündig erklärt. Die zweite Beschreibung geht schon mehr ins Detail. Hier werden Fehler diskutiert, die häufig auftreten, und Wege erklärt, um diese in der Zukunft zu vermeiden. Zum Schluss werden Beispiele aufgeführt, welche die Komplexität aller Manöver diskutieren und welche dazu ermutigen sollen, deinem eigenen Stil treu zu bleiben. Jeder dieser Abschnitte ist in Schlüsselelemente unterteilt. Bei all diesen Aufzeichnungen haben wir Slow-Motion-Fotografie verwendet, gespaltene Schienen und verschiedene Winkel und so viel wie möglich an Wiederholungen aufgezeichnet, um dir auch ja richtig zeigen zu können, wie alle diese Manöver funktionieren. Bitte vergesst nicht, dass ihr beim Kiten nicht nur Verantwortung für euch selbst übernehmt, sondern auch für andere. Es ist daher sinnvoll, sich vor Ort über lokale Gegebenheiten zu informieren. Backloops. Es ist ein einzigartiges Gefühl, dich unter deinem Kite um dich selbst zu drehen. Hast du es einmal geschafft zu springen und möchtest jetzt deine Kite-Tricks weiter ausbauen, ist der Backloop wahrscheinlich der einfachste Trick, um zu beginnen, weil du dabei deinen Drachen fast gar nicht benutzen musst. Während du ein Gefühl dafür entwickelst, wie sich dein Körper bei der Drehung zu verhalten hat, brauchst du deinem Drachen weiter keine Beachtung schenken. Durch die Rotation bleiben die Leinen gespannt und der Drachen bleibt in der Luft. We'll be right back.
Wenn sie lernen zu backloopen, versuchen die meisten, alles auf einmal zu machen. Es ist durchaus nicht ungewöhnlich, in solchen Momenten einen der wichtigen Key-Elemente zu vergessen, meistens die Stellung des Kites. Warum verlassen sich die Menschen auf ihren Drachen? Weil sie fühlen, dass der Kite ihnen genügend Kraft gibt, um sie aus dem Wasser zu ziehen. Dies ist jedoch leider nicht immer der Fall und wir empfehlen euch daher, nur minimalste Kite-Veränderungen zu unternehmen. Während dieser ersten Phase wirst du deinen Kite hochfliegen müssen, damit er stabil wird, bevor du irgendetwas anderes unternimmst. Wir werden dir zeigen, wie wichtig deine Beine sind, um dir die nötige Höhe zu verleihen. So, nun lass uns durch das ganze Manöver in einzelnen Etappen gehen, damit du eine gute Vorstellung bekommst, wie das Ganze abzulaufen hat. Danach werden wir die einzelnen Etappen mehr im Detail durchgehen. Halte deine Hände in der Mitte des Bars. Dies hindert den Kite daran, sich während des Manövers in die falsche Richtung zu bewegen. Bringe den Drachen langsam über deinen Kopf. Von jetzt an unternimm keine weiteren Korrigierungen mit dem Drachen, bis das Manöver abgeschlossen ist. Ziehe deine Beine an und stoße dich fest ab. Wenn du dich abstößt, drehe deinen Kopf zu deiner rechten Schulter und dann bringe deine Schultern zurück, weg von der Bar. Schau weiterhin über deine rechte Schulter, während du dich um dich selbst drehst. Ziehe die Bar nahe zu dir heran, wenn du mehr Zug benötigst, und konzentriere dich auf deine Landung. Strecke deine Beine aus, um deine Landung abzufedern. Beim Landen ziehe leicht an deiner rechten Hand, damit dein Drachen sich wieder in die Powerzone begibt. Mach dir keine Sorgen, wenn du beim Landen auf den Rücken fällst. All dies ist notwendig, um das Manöver besser zu verstehen. Wenn du sicherer wirst, ziehe an der Bar mit deiner vorderen Hand, um dem ganzen Manöver mehr Schwung zu verleihen. Jetzt werden wir uns die Schlüsselelemente des Backloop mal mehr im Detail ansehen. Beine. Am Anfang sind es deine Beine, welche dir die nötige Höhe für deinen Backloop verleihen. Du wirst überrascht sein, wie viel Höhe du produzieren kannst, alleine wenn du dich mit deinen Beinen ganz stark abstößt und dein Drache nichts weiter macht, als direkt über deinen Kopf zu fliegen. Während du dich auf das Manöver vorbereitest, ziehe deine Beine ganz fest an und stoße dich dann ab. Du hast bestimmt schon selbst gemerkt, dass du, wenn du dich abstößt, dein Board leicht in den Wind positionieren musst, wenn es das Wasser verlässt. So beginnt deine eigentliche Drehung. Schultern.
Einmal mit dem Manöver begonnen, wirst du schnell merken, dass dein Kopf und deine Schultern dabei eine sehr wichtige Rolle spielen. Wenn du dich mit deinen Beinen abgestoßen hast, wird die Stellung deines Oberkörpers alles weitere tun, um die Drehung zu vervollständigen. Während du dich mit deinen Beinen abstößt, drehe deinen Kopf zu deiner rechten Schulter und bringe dann deine Schultern weg von der Bar. Es ist wichtig, dass du selbst von diesem Manöver überzeugt bist. Es hilft, wenn du deinen Kopf und deine Schultern ganz schnell bewegst. Ist es wirklich wichtig, über die Schulter zu schauen. Halte diese Position, bis du bereit bist zu landen und deine Rotation beendet hast. Lasst uns nun die wichtigsten Elemente dieser Section zusammenbringen. Beine anziehen, fest abstoßen. Bringe deinen Kopf zu deiner vorderen Schulter. Bewege deine Schultern schnell zurück. Schaue rechtzeitig über die Schulter, bevor du landest. Um zu landen, strecke deine Beine aus. Zweite Runde. Um Fortschritte zu machen, ist es jetzt an der Zeit, den Drachen mit einzubeziehen. Wir werden euch zeigen, wie ihr dadurch nicht nur an mehr Höhe gewinnt, sondern auch sicherer landet. Jetzt ist es an der Zeit, mehr Höhe zu erlangen und du wirst lernen, wie du schnell und effektiv deine Rotation stoppen kannst und sicher landest. Viele Menschen glauben, dass es bereits genug ist, wenn man seine Beine ausstreckt. Auch wenn das manchmal zutrifft, gibt es einen weitaus wichtigeren Faktor, nämlich die Power deines Drachens. Wenn du dich unter deinem Drachen drehst, wirst du dich erst dann aufhören zu drehen, wenn du das Wasser berührst. Dies ist okay für kleinere Sprünge. Für solche, welche du während deiner ersten Versuche machen wirst. Wenn du einmal mehr an Höhe gewonnen hast, ist es von Vorteil, den Drachen in die Powerzone zu lenken, um die Rotation zu unterbrechen. So, lass uns nun noch einmal das ganze Manöver durchgehen. Aber diesmal werden wir euch auch zeigen, wo in diesem Manöver der Drache zum Einsatz kommt. Wie zuvor, bringe deine Hände in die Mitte von deiner Bar. Bewege den Drachen so, dass er sich in der Mitte von deinem Windfenster befindet. Ziehe deine Beine an. Ziehe mit deiner hinteren Hand hart an der Bar, damit der Drachen sich an den äußeren Rand von deinem Windfenster begibt. Sobald du spürst, wie es dich nach oben zieht, stoße dich fest ab. Während du dich in die Luft begibst, drehe deinen Kopf zu deiner vorderen Schulter
Und dann bringe deine Schultern weg von der Bar. Schaue über deine Schulter, während du dich um dich selbst drehst. Halte Druck an beiden Händen. Wenn du deine Landung anpeilst, ziehe an der Bar mit deiner vorderen Hand. Strecke jetzt deine Beine wieder aus, um eine weiche Landung vorzubereiten. Falls du mit viel Power landen solltest, drehe deine Hüften und bringe dein Board in eine Luftposition. Während du landest, balanciere deinen Drachen aus und übe Druck auf dein Brett aus. Während du Bewegungen machst mit dem Drachen, sei vorsichtig und bewege ihn sehr sanft. Je mehr Zeit du mit dem Drachen verbringst, desto sicherer und besser wird deine Kite-Kontrolle. Jetzt ist es an der Zeit, mehr ins Detail zu gehen. Schlüsselelement, Bar und Drache. Aufbauend auf den ersten Teil, wo wir uns auf Beine, Schultern und den Kopf konzentriert haben, werden wir uns jetzt den Drachen genauer anschauen. Wir haben den Drachen bereits in den oberen Rand des Windfensters gebracht. Dies bedeutet, wenn es zum Absprung kommt, musst du den Drachen nur ein wenig bewegen. Ohne diese Positionstechnik müsstest du den Drachen vom Ende des Windfensters über deinen Kopf bringen, bevor du dich abstößt, wobei du mehr Power als notwendig produzieren würdest. Ziehe kräftig an deiner hinteren Hand, um den Drachen direkt über dich zu bringen, bevor du dich abstößt. Wenn du über deine vordere Schulter hinweg das Wasser sehen kannst, dann ist es an der Zeit, mit deiner vorderen Hand zu ziehen und den Drachen zurück in die Powerzone zu bringen.
Lasst uns nochmals die Hauptelemente, welche wir in dieser Section gelernt haben, zusammenbringen. Positioniere den Drachen in der Mitte des Windfensters. Beuge die Beine und ziehe an der Bar mit deiner hinteren Hand. Stoße dich fest ab. Drehe deinen Kopf zu deiner vorderen Schulter. Bewege die Schultern zurück. Bereite dich auf die Landung vor, ziehe mit der vorderen Hand. Strecke deine Beine aus, um zu landen. Häufige Fehler. Die Schwierigkeiten, welche du erfahren wirst beim Lernen des Backloops, fallen in zwei Kategorien: zu schnelle Rotation und zu langsame Rotation. Wir schauen uns nun einige der am häufigsten gemachten Fehler in diesen Kategorien an und warum sie vorkommen. Zu schnelle Rotation. Unkontrolliertes Drehen kommt sehr häufig vor beim Lernen des Backloops. Dies passiert, wenn du es nicht schaffst, korrekt zu landen oder deine vordere Hand einzuziehen, damit der Drache aufhört, sich weiter zu drehen. Meistens enden solche Versuche mit einem Sturz ins Wasser. Hierbei ist es wichtig, darauf zu achten, dass du dich mit genügend Kraft abstößt, damit dein Brett über deinen Kopf gelangt. Sei dir darüber im Klaren, dass Power nicht alles ist, um in die ideale Position zu gelangen. Falls du die zweite Variante vorziehst und den Drachen bereits benutzt hast, vergiss nicht, mit deiner vorderen Hand zu ziehen, sobald du über deine vordere Schulter hinweg das Wasser siehst. Dies wird dich davon abhalten, dass du dich weiter drehst. Es kann auch sein, dass du dich zu schnell um dich selbst drehst, nachdem du einmal an Höhe gewonnen hast. Du hast deine erste Umdrehung beendet, bist aber immer noch ganz schön hoch, während deine Beine unter dir ausgestreckt sind. Auch wenn es dir gelingen sollte, das Manöver zu beenden, wirst du wohl kaum einen Preis gewinnen für außergewöhnlichen Stil. Um diese Situation zu vermeiden, bringe dein Board möglichst hoch über deinen Kopf, nachdem du dich abhebst. Dadurch wird es dir leichter fallen, dich zu drehen. Ein weiterer häufiger Fehler ist, wenn du dich nicht genug drehst, wenn du dich nur halb um dich herum drehst und dann auf den Rücken fällst. Zwei Fehler sind meistens der Grund für dies. Beim ersten ist der Drache mit involviert. Du hast am Drachen zu stark, zu lange gezogen, bevor es dich in die Luft gezogen hat. Sei vorsichtiger, ziehe nicht zu sehr mit deiner hinteren Hand. Sei gefühlvoller, damit der Drachen am Rand deines Windfensters bleibt. Der zweite, häufig gemachte Fehler beinhaltet deine Schultern. Wenn du dich mit deinen Beinen abstößt, folgst du nicht deinem Kopf und deinen Schultern in die Drehung hinein. Bringe deine Schultern mit in die Drehung, konzentriere dich auf deinen Oberkörper und bringe deine Schultern ebenfalls mit ein.
Der Drive, welchen du bekommst, wenn du Backloops springst, wird noch größer, wenn du immer komplexere Variationen hinzufügst. Wenn du es einmal geschafft hast, die Basics zu beherrschen, dann ist alles Weitere halb so schwer. Bereits jetzt wirst du schon mit den fundamentalen Bestandteilen des Backloops vertraut sein und mit einigen von den weiteren Elementen ebenfalls. Nun werden wir weiter darauf aufbauen, indem wir zu dem einfachen Backloop einige Variationen hinzufügen. Die Schlüsselpunkte von den vorherigen Backloops sind wichtig, also vergiss sie nicht. Stoße dich kräftig ab und bringe deinen Körper in die richtige Position. Wir werden dies nur noch dann erwähnen, wenn etwas Neues hinzukommt. Doppelte Umdrehung. Du wirst vielleicht schon eine zweimalige Umdrehung gemacht haben. Leider wird das wahrscheinlich keine Absicht gewesen sein. Lasst uns daher noch einmal die wichtigsten Elemente vom zweimaligen Backloop durchsprechen, damit du schon bald in der Lage sein wirst, es selbst hinzubekommen. Fliege den Drachen so, wie wir es dir beigebracht haben. Aber jetzt darfst du ruhig schon etwas aggressiver sein mit deinen Bewegungen. Ziehe deine Beine nahe zu dir heran. Warte, bis du aus dem Wasser herauskommst und bereite deine Landung vor. Dann ziehe mit der vorderen Hand an der Bar. Es gibt viele verschiedene Griffe, welche du, während du den Backloop ausübst, anwenden kannst. Der einfachste ist der Schwanzgriff. Dieser Trick ist eigentlich sehr hilfreich, wenn du gerade dabei bist, deine Backloop-Techniken zu verbessern. Er zwingt dich regelrecht dazu, deine Beine näher und bewusster an dich heranzubringen. Du musst den Drachen dann bewegen, wenn er direkt über dir ist und du das Wasser verlassen hast. Es gibt einige zusätzliche Faktoren zu beachten. Erstens, wenn du nur deine vordere Hand an der Bar hast, wirst du wahrscheinlich aus Versehen den Drachen falsch lenken und zu früh ziehen. Zweitens könnte dein Brett ziemlich weit von dir wegscheinen. Ziehe dann einfach deine Beine an, so als ob du einen Sit-Up machen würdest. Je sicherer du mit deinen Griffen wirst, desto mehr Möglichkeiten hast du nun. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Kannst du bereits Toeside fahren, wird es eine weitere Herausforderung für dich sein, den Backloop Toeside zu performen und Heelside zu landen. Der Trick dabei, erfolgreich zu sein, liegt darin, deine Hüften mit einzubringen. Kante stark gegen den Wind, drehe deine Hüften weg von der Bar und stoße dich ab wie immer. Aber diesmal bewege deine Hüften mit der Umdrehung und folge dabei deinen Schultern.
Der nächste Schritt ist es, mit Heelside zu beginnen und Toeside zu landen. Um dies in die Praxis umzusetzen, fange an wie gewöhnlich, aber drehe deine Schultern extra hart um dich herum. Halte dabei deinen Drachen und dein Gewicht an der Bar, während du dich um dich selbst drehst. Bereite deine Landung vor, indem du deine Hüften in die richtige Position bringst und deine Beine angezogen hältst, um richtig landen zu können. Hast du es einmal so weit gebracht? Warum nicht einfach beide Techniken kombinieren, sodass du Toeside beginnst und Heelside landest? Das Gefühl, einen Vorwärtsloop zu performen, ist einzigartig verglichen mit einem Backloop. Der Drill, sich vorwärts zu drehen, unter deinen Leinen, bringt total neue Möglichkeiten ans Tageslicht und belohnt jeden überzeugten Kiteboarder. Ein Vorwärtsloop ist ein komplexes Manöver und beinhaltet große Schwierigkeiten für diejenigen, die versuchen, es zu meistern. Dies kommt daher, dass du dich selbst dabei vorwärts werfen wirst, unter deinen Drachen, was die Leinen etwas durcheinander bringen kann. Dadurch verliert der Drachen an Stabilität. Anders als bei unseren ersten Backloops werden wir uns nun mehr und mehr über die Funktion des Kites bewusst werden, während wir den Vorwärtsloop lernen, schon vom ersten Versuch an. Wer bereits versucht hat, den Vorwärtsloop auszuprobieren, ist sich wahrscheinlich bald über die Konsequenzen bewusst geworden, zum Beispiel zu wenig Spin und der Drachen fällt vom Himmel. Den Drachen sowohl am Anfang als auch am Ende der Drehung richtig zu positionieren, ist einfacher gesagt als getan. Es ist verführerisch, den Drachen hier aggressiv zu fliegen, deshalb konzentriere dich zuerst weniger auf den Drachen, sondern mehr auf die weiteren Schlüsselelemente. Dies wird es dir ermöglichen, die Umdrehungen zu vervollständigen, wobei der Drache in der Luft bleibt. Auch wenn du dabei wahrscheinlich mit dem Rücken ins Wasser fallen wirst, wirst du trotzdem in der Lage sein, weiterzufahren, den Vorgang zu wiederholen und Übung zu bekommen. Lasst uns nun durch den ersten Durchlauf gehen, damit du eine gute Vorstellung bekommst, wie alles abzulaufen hat. Danach werden wir eine Pause einlegen und die wichtigsten Punkte noch einmal durchgehen. Halte deine Hände in der Mitte der Bar. Bringe deinen Drachen langsam hoch, sodass er am Windfensterrand über dir fliegt. Beuge deine Beine bis zur Brust, dann ziehe an deiner hinteren Hand, damit der Drache auf 12 Uhr kommt. Stoße dich fest mit deinen Beinen ab und strecke gleichzeitig dein vorderes Bein aus. Wenn du dich in die Luft begibst, drehe deinen Kopf scharf nach hinten und bringe dann deine Schulter nach vorne. Ziehe beide Beine an und vergiss dabei nicht, weiterhin über deine hintere Schulter zu schauen, während du dich auf deine Landung vorbereitest. Strecke deine Beine aus, um deine Landung abzufedern. Wenn du landest, ziehe kräftig an deiner vorderen Hand, damit du merkst, wie der Drache reagiert. Es macht nichts, wenn du am Ende dabei ins Wasser fällst. Solange du Zug in den Leinen behältst, wirst du ohne Probleme weiterfahren können. Jetzt werden wir uns auf die Schlüsselelemente konzentrieren und uns den Vorwärtsloop nochmals im Detail ansehen. Schlüsselelemente: Drache und Bar.
Während des ersten Ablaufes versuche den Drachen so wenig wie möglich zu bewegen, um mehr Zeit und Konzentration für weitere wichtige Elemente aufbringen zu können. An dieser Stelle werden wir zwei Dinge genauer anschauen, welche bei diesem ganzen Manöver eine ausschlaggebende Rolle spielen. Zuallererst musst du den Drachen richtig hochbringen und dich richtig abstoßen. Fliege den Drachen am oberen Rand deines Windfensters und bevor du dich mit deinen Beinen abstößt, ziehe kräftig an deiner Bar mit deiner hinteren Hand. Dich beim Landen darum, dass dein Drache stabil über dir fliegt und Zug in den Leinen ist. Wenn du deine Umdrehung beendest, musst du an deiner vorderen Hand ziehen, damit dein Drache zurück in die Powerzone gelangt. Wie stark du an deiner Bar zu ziehen hast, hängt sehr stark davon ab, wie viel Wind weht. Bei leichterem Wind empfiehlt es sich, etwas kräftiger an der Bar zu ziehen. Auch wenn der Drache dich hochzieht, sind deine Beine immer noch der ausschlaggebende Punkt. Nachdem du deine Beine angezogen hast und an der Bar gezogen hast, stoße dich fest ab. Gleich nach dem Abstoß bringe dein vorderes Bein zurück und halte das hintere gestreckt. Hat dein Brett einmal das Wasser verlassen, ziehe beide Beine nahe zu dir heran an deine Brust. Kopf und Schulter sind nicht außer Acht zu lassen. Wenn du dich abstößt, drehe deinen Kopf und schaue über deine hintere Schulter. Dann bewege die Schulter zurück und bringe deinen ganzen Körper in die Umdrehung mit ein. Schaue während der ganzen Umdrehung über deine Schulter, bis du zur Landung kommst.
Lasst uns noch einmal alles, was wir in diesem Abschnitt gelernt haben, zusammenbringen. Bringe den Drachen an den oberen Rand deines Windfensters. Ziehe deine Beine an und ziehe mit deiner hinteren Hand an der Bar. Stoße dich kräftig ab und ziehe dein vorderes Bein an. Drehe deinen Kopf zu deiner hinteren Schulter. Bringe deine Schultern nach vorne und ziehe deine Beine an. Bereite dich auf die Landung vor und ziehe mit der vorderen Hand. Bereits bei unserem ersten Durchlauf hat der Drachen eine wichtige Rolle gespielt. Bei diesem zweiten Durchlauf wird der Drache ganz bewusst eingesetzt. Wir werden ihn benutzen, um höher zu fliegen, um schneller zu drehen und um sicherer zu landen. Wir werden das ganze Manöver einmal durchgehen, aber diesmal werden wir nicht zu sehr ins Detail gehen, da wir die Basics bereits vorher schon geklärt haben. Dies wird uns die Möglichkeit geben, die Power, welche in einem Drachen steckt, besser wahrzunehmen. Bringe den Drachen langsam hoch, sodass er in der Mitte des Windfensters steht. Ziehe deine Beine an und bringe den Drachen dann an den obersten Windfensterrand. Wenn du spürst, wie der Drache dich langsam hochzieht, stoße dich kräftig ab. Wenn es dich in die Höhe zieht, vergiss nicht, deinen Oberkörper mit in die Drehung einzubeziehen. Zieh deine Beine an und vergiss nicht, über deine Schulter zu schauen. Ziehe an deiner vorderen Hand, sobald du zur Landung ansetzt. Strecke deine Beine aus, um die Landung abzufedern. Balanciere beim Landen deinen Drachen aus und halte das Gleichgewicht. Du solltest nun sicher landen und weiterfahren. Spüre den Drachen und du wirst für dich selbst feststellen, je mehr Gefühl du für den Drachen entwickelst, desto leichter fällt es dir auch, ihn zu kontrollieren. Jetzt werden wir den Drachen genauer betrachten, damit du eine bessere Vorstellung von seiner Bedeutung in diesem Manöver bekommst. Schlüsselelemente, Bar und Drache. Für diesen zweiten Durchlauf benötigen wir mehr Höhe. Um diese zu erlangen, fliege größere Schleifen mit deinem Drachen. Von der Mitte bis zum äußersten Rand von deinem Windfenster, bevor du dich abstößt. Wichtig ist, dass du dich nicht abstößt, bevor dein Drachen nicht genau über dir ist. Verglichen mit dem Backloop musst du bei dieser Übung viel stärker an der Bar ziehen, um den Drachen in die Powerzone zu bringen. Mach das, sobald du über deine hintere Schulter hinweg das Wasser sehen kannst. Diese Technik wird mehr Power produzieren, das heißt, dass du mit mehr Schwung landen wirst, wie du vielleicht benötigen wirst. Drehe deine Hüften und strecke deine Beine aus, um dein Brett in die Loop Position zu bringen.
Zusammenfassung. Lasst uns nun noch einmal alle wichtigen Elemente, welche wir bis jetzt gelernt haben, zusammenfassen. Bringe deinen Drachen in die Mitte des Windfensters. Ziehe deine Beine an und ziehe mit der hinteren Hand. Stoße dich kräftig ab und ziehe dabei das vordere Bein an. Bringe den Kopf zur hinteren Schulter. Bringe deine Schultern nach vorne, ziehe deine Beine an. Bereite dich auf die Landung vor, ziehe fest an deiner vorderen Hand. Strecke bei der Landung deine Beine aus. Anders als beim Backloop ist eine Überdrehung nicht so schlimm, wenn du Forward Loops übst, aber es verhindert dennoch eine erfolgreiche Landung. Leider kommt zu wenig Drehung genauso häufig vor. Zu viel Drehung. Sich zu schnell zu drehen passiert meistens dann, wenn der Drache direkt über dir steht und du mit deiner vorderen Hand nicht genug Zug ausgeübt hast, um deine Landung zu vervollständigen. In dieser Situation streckt man meistens die Beine aus, um Kontakt mit dem Wasser zu bekommen. Dies macht eine ausbalancierte Landung äußerst schwierig. Wenn du zu viel Gewicht auf deinem vorderen Fuß hast, kannst du die Nase deines Brettes leicht unter Wasser bringen. Wie lösen wir diese Situation? Wenn du aus solch einer Drehung herauskommst, ziehe kräftig an deiner vorderen Hand und vergiss dabei nicht, deine Beine leicht angewinkelt zu lassen. Zu wenig Drehung kommt am Anfang häufig vor. Dadurch taucht dein Brett unter oder du landest auf dem Rücken. Dies wird hauptsächlich dadurch verursacht, dass du deinen Kopf und deine Schultern falsch einsetzt, während und nachdem du dich in die Luft begeben hast. Es ist überaus wichtig, dass du dich kräftig abstößt und Kopf und Schultern mit in die Umdrehung einbringst. Halte deine Beine dabei angezogen bis zur Brust, dadurch erleichterst du dir einiges.
da du bereits große Fortschritte gemacht hast, was den Vorwärtsloop angeht, hast du vielleicht Lust bekommen, etwas Neues auszuprobieren. Jetzt ist es an der Zeit, weitere Tricks und Techniken hinzuzufügen. Aber bitte vergiss nicht die wichtigen Schlüsselelemente, welche wir bereits durchgesprochen haben. Finden es schwieriger, den Vorwärtsloop zweimal zu durchlaufen als den Rückwärtsloop. Es scheint den meisten leichter zu fallen, sich nach hinten zu werfen als nach vorne. Es ist leicht, in eine stabile Position zu gelangen, wenn man sich abstößt und sich dabei nach hinten wirft. Beim Vorwärtsloop ist dies jedoch nicht der Fall. Der Trick, um möglichst viel Stabilität in einer Vorwärtsdrehung zu erlangen, ist der richtige Einsatz des Oberkörpers. Benutze den Drachen so wie beschrieben im zweiten Durchlauf. Stoße dich fest ab, schaue dabei über deine Schulter und bringe deinen Oberkörper sowie deine Schultern ganz bewusst mit ein in die Drehung. Bringe deine Beine bis zur Brust. Wenn du mit deiner zweiten Umdrehung beginnst, ziehe kräftig mit deiner vorderen Hand, gib deinem Drachen genügend Zeit, um in die Powerzone zu gelangen. Es gibt unendlich viele verschiedene Griffe für dich. Versuche deinen persönlichen Wohlfühlgriff zu finden. Außer nur ans Brett zu greifen, solltest du dabei deinen eigenen Stil entwickeln. Beginne mit einem einfachen Griff hinten am Brett mit deiner hinteren Hand, wenn du dich in der Luft befindest. Behalte dein Brett so lange wie du kannst in der Hand, bevor du versuchst zu landen. So wie bei den meisten Toe-Side-Manövern spielen deine Hüften eine äußerst wichtige Rolle. Fahre seitwärts, springe wie immer ab und bringe deine Hüften in die ideale Position. Dies wird deinen Rücken in die Standardposition bringen, um Heel-Side zu landen.
Transitions bringen ganz neue Herausforderungen mit sich. Aber wenn du sie richtig ausführst, wirst du ein total neues Kite-Gefühl erfahren können. Wenn es dir gelingt, Transitions zu fahren, wirst du die volle Potenz und Kraft deines Drachens zu spüren bekommen. Die Kombination von Perfektion und Technik, die du brauchst, wird belohnt von der Leichtigkeit, mit der du deine Richtung wechseln kannst. Gehe davon aus, dass du, wenn du es einmal geschafft hast, deine Richtung zu wechseln, es immer wieder versuchen werden willst, da du ein total neues Kitesurf-Gefühl für dich entdeckt hast. Im Grunde ist eine Transition ein Richtungswechsel. Aber anstatt eine Umdrehung zu fahren, springen wir jetzt in die Luft und benutzen den Drachen dabei, um uns in die Richtung zurückzubringen, wo wir ursprünglich gestartet haben. Wie du dir wohl denken kannst, setzt dies mehrere Bewegungsabläufe voraus, um in der Lage zu sein, von einer Seite auf die andere Seite so schnell zu wenden. Es fühlt sich weit besser an als eine Durchschnittsumdrehung, ist dafür aber auch dementsprechend anspruchsvoll. Die nötigen Verhaltensweisen deines Kites genau zu beherrschen, ist ein Muss. Wir werden mit einem Sprung beginnen und dann später in Vorwärts- und Rückwärts-Transitions übergehen. Während dieses Abschnitts werden wir uns diese zwei Details genauer anschauen, welche wir bereits in vorherigen Kapiteln durchgegangen sind. Achtung! Bitte nimm diese Warnung ernst. Wann immer du eine Transition fährst, schaue dich um. Da du deine Richtung änderst, kannst du dabei leicht andere Kiter überraschen, besonders dann, wenn du aus einer Transition herausfährst und aus Versehen in deren Fahrbahn kommst. Von allen Luftmanövern ist der Sprung das einfachste. Aus diesem Grund widmen wir uns jetzt ganz dem Kite, bevor wir uns einem weiteren Kapitel zuwenden. Wenn du bereit bist, eine Transition zu fahren, versuche es in zwei Etappen zu tun. Wenn du eine Transition angehst, dann benötigst du zuerst ganz wenig Zug, um dich in die Luft zu begeben. Bei der Umkehrung selbst sowie bei der Landung brauchst du dafür aber dann genügend Zugkraft, um die Richtung zu wechseln. Wir werden dir auch zeigen, wie sich dein Körper am besten mit einbringen lässt, was deine Landung um einiges erleichtern wird. So, lasst uns nun das komplette Manöver einmal durchgehen, damit du eine klare Vorstellung bekommen kannst, wie alles abzulaufen hat. Danach werden wir uns dann alles noch einmal im Detail anschauen. Es ist wichtig, dass du nicht zu schnell bist, also verringere, wenn nötig, deine Geschwindigkeit. Denke daran, schon bald musst du diese Vorwärtsbewegung abbrechen und die Richtung wechseln. Deshalb ist es am besten, wenn du mit nicht zu großer Geschwindigkeit anfängst. Bringe deine Hände in die Mitte der Bar und bringe den Drachen an den oberen Rand deines Windfensters. Ziehe deine Beine an und ziehe mit deiner hinteren Hand, damit dein Drache genau über dir steht. Stoße dich fest mit den Beinen ab. Schaue in die andere Richtung und bringe deinen ganzen Körper mit in die Drehung ein. Wenn du nach dem Sprung beginnst zu fallen, ziehe fest an deiner vorderen Hand. Der Drache sollte so direkt in die Powerzone gelangen. Um die Landung abzufedern, strecke deine Beine aus. Bei deinen ersten Versuchen wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit den Drachen ins Wasser fallen lassen, was aber durchaus kein Problem ist und dir noch weiterhin passieren wird, bis sich die nötige Routine einstellt. Jetzt werden wir uns die Schlüsselelemente der Jump Transition näher ansehen. Um in der Lage zu sein, beim Springen in der Luft zu wenden und dann in die andere Richtung weiterzufahren, ist es wichtig, dass du den Drachen, wenn du in der Luft bist, gut beherrschen kannst. Um abzuspringen, benötigst du nur geringen Zug in deinem Drachen, um ihn direkt über deinen Kopf zu bringen. Wenn du beginnst, von deinem Sprung herunterzufallen, ziehe fest mit deiner jetzigen vorderen Hand.
Du wirst den Zug deines Drachens spüren, wenn er sich in die Powerzone begibt und dich dabei in die neue Richtung bringt. Wenn du landest, ziehe mit deiner hinteren Hand, um den Drachen wieder an den oberen Windfensterrand zu bringen. Wenn der Wind leichter ist, musst du aggressivere Bewegungen machen, um den Drachen richtig in die Powerzone zu manövrieren. Vergewissere dich, dass während dieser Umdrehung dein Kopf in die Richtung zeigt, in die du fährst, und dein Körper sich dementsprechend anpasst. Das mag sich zuerst etwas seltsam anfühlen, aber du wirst dich sehr schnell daran gewöhnen. In dem Moment, in dem du deine Richtung wechselst, drehe deinen Kopf und passe deinen Körper der neuen Richtung an. Wenn du dies nicht machst, wird es dir schwerfallen, eine saubere Landung zu praktizieren. Jetzt an der Zeit, von der einfachen Sprung-Transition zum komplizierteren Backloop-Transition überzugehen. Hier werden wir einen ganz gewöhnlichen Backloop performen, aber dabei die Richtung wechseln, sobald wir in der Luft sind und aus der Drehung herauskommen. Wenn du es einmal so weit gebracht hast und die Grundelemente einer Sprungumdrehung beherrschst, fällt es dir leicht, einen Backloop zu springen, was einen ähnlichen Einsatz an Technik voraussetzt. So, lasst uns jetzt einmal einen Backloop-Umkehrung genauer anschauen und wir werden sehen, wie sich die Elemente beider Manöver kombinieren lassen. Wenn der Drache hoch im Windfenster fliegt, dann ziehe deine Beine an und ziehe leicht mit deiner hinteren Hand, damit dein Drache genau über dir fliegt. Stoße dich ab und versuche, möglichst Luft zu steuern. Bringe all dein Gewicht gegen deinen Drachen. Drehe deine Schultern zurück und ziehe deine Beine zur Brust. Sobald du dich in die neue Richtung begibst, ziehe hart mit deiner vorderen Hand. Sobald du den Zug spürst, strecke deine Beine aus, um die Landung abzufedern. Am Anfang wird es dir wahrscheinlich komisch vorkommen, dich daran zu erinnern, an welcher Hand du ziehen musst. All dies, während du dich drehst. Bei deinen ersten Versuchen versuche dich nicht zu stark zu drehen. Versuche dein Körpergewicht hinten zu behalten, was deine Umdrehung verlangsamen wird, um dich im Gleichgewicht zu halten. Und somit behältst du eine bessere Kontrolle über deinen Drachen.
Drache. Ähnlich wie bei der Jump Transition benötigen die ersten Durchläufe dieses Manövers nur ganz geringen Zug am Drachen. Der Trick liegt daran, zu wissen, wann du an deiner Bar zu ziehen hast, mit deiner neuen vorderen Hand, um den Drachen zurückzubringen in die gewünschte Powerzone. Falls es dich hoch hinaufziehen sollte, ziehe zuerst leicht, um deine Umdrehung zu verlangsamen, und ziehe fest, sobald du merkst, wie dein Drachen anfängt zu fallen. Du wirst wahrscheinlich nur eine Hand benötigen, um deinen Drachen zu kontrollieren, während dem Großteil dieses Manövers. Eigentlich kann nur mit einer Hand zu fahren durchaus eine gute Übung sein, da es dir dabei hilft, deinen Körper mehr in die Drehung mit einzubringen. Wenn du deinen Drachen zum Landen bringst, musst du dir ganz sicher sein, an welcher Hand du ziehen musst. Genau wie bei der Backloop-Transition setzt sich die Vorwärtsloop-Umdrehung aus verschiedenen Elementen zusammen, welche bereits durchgenommen worden sind. Du wirst das merken, wenn wir die einzelnen Manöverabschnitte durchsprechen. Wenn dein Drache am oberen Rand deines Windfensters fliegt, ziehe deine Beine an und ziehe leicht mit deiner hinteren Hand. Stoße dich mit beiden Füßen ab und bringe deinen vorderen Fuß sofort nahe zu dir heran an die Brust. Schaue über deine hintere Schulter. Bringe deine Schultern nach vorne und bewege deine Beine nahe an deine Brust. Sobald du in die neue Richtung siehst, ziehe hart mit deiner vorderen Hand. Sobald du den Zug spürst, strecke deine Beine aus, um deine Landung abzufedern. Anders als bei der Backloop-Transition bist du nicht in der Lage, dein Gewicht gegen den Drachen aufzubringen. Dies wird es schwieriger machen, deine Drehung sowie deine Balance zu kontrollieren. Die Art und Weise, wie du deinen Drachen steuerst, kann jedoch deine Probleme lösen. Jetzt werden wir also genau schauen, welche Rolle dein Drachen bei diesem Manöver spielt. Der Absprung bei einer Vorwärtsloop-Umkehrung ist derselbe wie bei einem ganz normalen Forward-Loop. Bei der Vorwärtsloop-Transition musst du dich unter deinen Drachen begeben. Das heißt, dass wir dieselben Probleme haben werden, welche wir bereits beim normalen Vorwärtsloop durchgenommen haben: den Drachen sicher in der Luft zu halten.
Wenn es an der Zeit ist zu landen, ziehe lange an deinem Bar, um deinen Drachen in die Powerzone zu bringen. Das wird dich aus der Drehung herausbringen und dein Gleichgewicht wiederherstellen. Du solltest jetzt anfangen, an die Vorwärtsloop-Umdrehung als eine einzelne Bewegung zu denken, die sich aus vielen verschiedenen Schlüsselelementen zusammensetzt. Macht den Meister und du wirst verschiedene Fehler machen, während du übst. Die meisten dieser Fehler beruhen darauf, dass du deinen Drachen falsch steuerst. Lasst uns nun die Fehler, welche am häufigsten gemacht werden, näher betrachten. Was sehr häufig passiert ist, dass du aus der Drehung herauskommst und keinen Schwung mehr hast. Was passiert, wenn dein Drachen tief liegt? Es gibt zwei Gründe, warum dies passiert. Der erste Grund könnte sein, dass du zu sanft an deiner Bar gezogen hast während des ganzen Manövers, was den Drachen an den Rand des Windfensters bringt. Der Drache wird dir aus diesem Grund nicht viel Kraft geben können. Um dies zu vermeiden, ziehe leicht an, bevor du abspringst, aber ziehe nicht noch einmal, bevor du nicht bereit bist, in die entgegengesetzte Richtung zu fahren. Dann ziehe kräftig. Ein zweiter Grund ist, dass du zu viel Schwung hast, wenn du abspringst. Wenn du bereits viel Erfahrung hast, dann wird dir der Sprung auch so gelingen, aber meistens wirst du dabei ins Wasser fallen. In so einer Situation musst du extrem hart an deiner vorderen Hand anziehen. Es empfiehlt sich, dieses Manöver langsam anzugehen. Wenn du landest, wird dir die Landung schwer fallen und die Geschwindigkeit wird dich wahrscheinlich aus der Bahn werfen. Das passiert dadurch, dass dein Körper in der falschen Position ist. Entweder ziehst du zu früh an deiner Bar und kommst dadurch nicht in die korrekte Position, oder du schaust nicht in die richtige Richtung.
Wenn du Probleme hast, den Drachen während der Transition zu kontrollieren, halte ihn über dir so lange wie möglich, bevor du hart an ihm ziehst und ihn in die Powerzone zurückbringst. Eine Technik, welche du wahrscheinlich nützlich finden wirst, ist, deinen Drachen hin und her zu fliegen über deinem Kopf, nachdem du abgesprungen bist, bis du soweit bist, den Drachen zurück in die Powerzone zu bringen. Denke an eine Transition als eine technische Errungenschaft. Den Schwung erreichst du, indem du möglichst viel Power produzierst und den Drachen möglichst schnell bewegst. Es ist ein anderes Gefühl, als wenn du einen hohen Sprung springst. Bei einer Transition ist es äußerst wichtig, dass du den Ablauf genau planst, dass du in der Lage bist, den schwierigsten Trick zu performen, bevor die Power deines Drachens dich erreicht und dich in eine neue Richtung zieht. Einen zweifachen Rückwärtsloop zu springen, ist nicht viel schwieriger als eine einfache Umdrehung. Solange der Drachen genau über dir steht, solltest du in der Lage sein, dich zweimal zu drehen, bevor du fest an deiner Bar ziehst, um aus der Drehung herauszukommen. Es hilft ein wenig, wenn du genügend Power hast an dieser Stelle, da du unter dem Drachen hängen wirst. Bist du einmal in der Lage, den zweifachen Rückwärtsloop zu springen, warum beginnst du dann nicht mit ein paar Griffen? Benutze deine vordere Hand, um an die Nase deines Boards zu greifen, nachdem du abgesprungen bist. Ziehe deine Beine dabei an, damit du es erreichen kannst. Jetzt, wo du dich daran gewöhnst, dein Board anzufassen, versuche eine Vorwärts-Loop-Transition und versuche dabei, dein Brett an der Nase anzufassen. Wenn du einen Vorwärts-Loop ansteuerst, ziehe dein vorderes Bein an, sobald du abgesprungen bist, was einen Griff natürlicher erscheinen lässt. Versuche, den Griff so lange wie möglich zu halten. Wenn du sicher genug bist, um Toeside zu fahren, versuche deine Transition damit zu beginnen, bewusst ganz viel Gewicht auf deine Toeside zu bringen. Es ist ganz wichtig, dass du deinen ganzen Körper dabei schön nahe zu dir heranziehst, was dir genügend Gleichgewicht geben wird während deiner ganzen Umdrehung. Thank you.
Wir hoffen, dass diese DVD dir dabei helfen wird, die Manöver und den Einfluss deines Körpers und des Drachens beim Kitesurfen besser zu verstehen. Das Beste, was du für dich selbst machen kannst, um deinen Stil zu verbessern, ist üben. Geh aufs Wasser, wann und wo auch immer du kannst. Nutze die DVD als ein Sprungbrett. Lese und schaue dich andersweitig um. Sobald du sicher bist mit einem Manöver, mach weiter. Bringe deine eigenen Tricks und deinen eigenen Stil mit ein. Falls du uns dein eigenes Feedback zusenden möchtest, würden wir uns sehr darüber freuen. Euer Input hilft uns sehr bei der Erstellung unserer DVDs. Deshalb besuche unsere Website, teile uns deine Meinung mit und lass uns wissen, was du in unseren weiteren DVDs gerne sehen würdest.